Ein wunderschönes Hallihallöchen, Leute. Willkommen zurück zu Let's Play Super Mario Bros. 1. Ja, wie ihr seht, ich habe mich wieder bis zum Schloss vorgekämpft. Und ja, ich denke mal, ich hoffe doch, dass wir es heute zumindest schaffen werden. Mindestens das Schloss. Natürlich, das nächste Level wäre auch noch ganz cool, aber das Schloss soll doch mindestens sein. So, das war schon mal gewagt, aber gut. Also ich werde jetzt halt versuchen, nicht mein Item zu verlieren. So, muss ich mal eben gucken. Jetzt am besten. Nein, nein, nein. So. Und ja, Bowser, ich hab's verstanden. Du willst mich hier einfach nicht haben. Deswegen bist du auch so. Oh, das war schon. Ah, nein, 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 nein. So, ja, blöd, Mann. So. Und verwundbar ausgenutzt. Gut. Welt 6 geschafft. Fehlen uns noch zwei. What the fuck? Okay. Manchmal sind diese Animationen sehr, sehr, sehr obstrus. Ja, ein bisschen leicht obstrus. So, mal gucken, welche Welten jetzt auf uns zukommen. Ich bin natürlich gespannt und das war gekonnt. So, da müsste doch irgendwo ein Item drin sein, oder? Ich meine, wenn ich das einmal rausgefunden habe, wo das Item ist, dann ist es kein Item drin. Das ist enttäuschend. Das ist ziemlich enttäuschend und das sind ziemlich viele Kugelblies hier. In der Welt 7.1. Und natürlich. Wow! 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 Alter Mario! Ich hab beide in einem Zug ausgeschaltet. Wow. Wir haben ja nochmal geguckt, wie die Panik. Es ist einfach eine Sache, die mir nicht ganz so gefällt. Aber es scheint immer zwei zu schießen. Oh. Das ist. Okay, die Welt. Wir sind definitiv auf einer Endstrecke. So lang geht das Spiel nicht mehr. Das ist die vorletzte Welt. Und dann geht's ab in den zweiten Teil. Natürlich ist das nicht der einzige Teil in der Reihe, den ich spielen will. Natürlich darf ich die Hammerbrüder nochmal machen. Naja, gut, diesmal lief es nicht ganz so gimpflig. Es ist halt, die Hammerbrüder halt. Es sind halt Hammerbrüder. Mehr kann man dazu eigentlich nicht sagen. Ich wäre ja auch ziemlich verdankbar, wenn ich wüsste, ob man hier irgendwo ein Item kriegt. Das wäre halt ziemlich, ziemlich cool. Aber man kann das aber schaffen eigentlich. Also man kann die Hammerbrüder hier an der Stelle ziemlich ausnocken, weil die scheinen nicht gleichzeitig zu ballern. Was sie zum Beispiel in anderen Welten machen oder sich in irgendwelchen Blöcken verhanzen. Dort möchte ich durch. Nein! Der ist runtergesprungen, den habe ich gar nicht getötet. Was? Wie fies war das denn? Naja, im Moment bin ich ja. Ich werde zwar schon die nächste Welt schaffen, aber ich glaube nicht, dass ich das mit einem Level schaffe. Gut, dass er in die Richtung gesprungen ist. Ich hatte erst die Befürchtung, dass er tatsächlich in die andere springt. Weg hier. Keine große Lust auf euch. Boah, ist das schon das Ende? Das ist das Ende. Wow. Und in den kleinen Bullet. Oder ich weiß nicht, wie die Dinge heißen, genau. Wobei ich das ja schon nachdem ich Super Mario World durchgespielt habe, eigentlich kennen sollte, weil die werden ja am Ende vom Spiel ja alle einmal gezeigt. Und das war nicht nett. Ich kann mir gut vorstellen, dass da oben in dem Kästen irgendwo was ist. Mal schauen. Werden wir mal gucken, wenn ich da dann wieder bin, gleich. Alles. Das ist fies. Das kann also jetzt wieder ein bisschen dauern. Wir kennen es ja. Wir kennen das Ganze ja. Ja, ich schlachte das Display gerade sowieso mehr aus, als ich eigentlich wollte. Einfach aus dem Grund, weil wir ja schon. Wow, gut. Mehr Parts benutzen als eigentlich normal. Okay, da ist ein Item. Habe ich mir fast gedacht. Habe ich mir auch fast gedacht. Okay, jetzt mache ich komische Sachen. Komische, sehr interessante Sachen. Noch dazu. Wow. Man muss einfach diese Unverwundbarkeit in den Momenten ausnutzen. Ich meine, es ist schon durchaus. Wow. Wow. Wow.
Wow. Ja, okay, es sind tatsächlich zwei Hammerbruder-Passagen. Das habe ich gerade gar nicht so gesehen. Und der hat mich mit dem Hammer erwischt. Ich habe ihn erwischt, aber er hat mich mit dem Hammer erwischt. Cool, da haben wir noch ein Leben, aber das wird mich wahrscheinlich nicht weit bringen. Okay, das war eine ausweglose Situation. Da bin ich im falschen Moment an der falschen Stelle gewesen. Und ich vergesse immer wieder, dass man Start drücken muss. Was so ein Ärger. Beziehungsweise bei mir ist es die Plus-Taste, weil ich ja fürs Aufnehmen oder allgemein fürs Zocken meinen Wii U Pro-Controller benutze. Ich hoffe, man hört ihn nicht. Es gibt Legenden darüber, dass man ihn gerne mal hört. Und ich hoffe, dass ihr davon verschont bleibt. So, willst du schießen? Die will nicht schießen. Das ist gut. Jetzt willst du aber schießen, genau. So, nein! Dieser scheiß Kugelwilli! Dieser scheiß Hammerbruder, ich hasse ihn. Wow. Wow. Die sind beide unten! Ach, ich sollte da eventuell einen Moment warten, bis ich sicher bin, okay, die sind beide da. Oder beide auf einer Ebene drüber. Weil über eine Ebene drüber kann ich sie wenigstens noch ausschalten. Ich meine, hier sind wir relativ sicher. Und jetzt sind beide runtergesprungen, wenn ich das gerade richtig gesehen habe. Nee, da ist nur einer. Jetzt ist einer unten und einer oben. Igitt. Gut, jetzt bist du da. Ich würde gerne... Ah, das ist so eine Shit. Ich hasse es. Das ist einfach nur nicht cool. Bro. So. Ja. So, gib mir mal einen kleinen Moment, wo ich denn... Wow. Tschüss! Penner! Kann ich da ein Item abkaufen? Yay, ein Item! Hey! So, yay, Item! Okay, und da kommt mein Mörder wieder! Wow, wir sind groß und im nächsten Level. Das freut mich. Und wir haben noch drei Leben. Mal gucken, was jetzt kommt. Wir werden wahrscheinlich zugeballert werden. Oh, eine Wasserwelt. Yay, wir hatten schon voll lange keine Wasserwelt mehr. Wupp, wupp, wupp. So, bin ich mal gespannt. Jetzt wird es wahrscheinlich richtig fies. Dun, dun. Ja, die hier. Die freundlichen Gesellen in Rot. Die Blooper. Wow, wow. Und die sind ziemlich voll. Also der Bildschirm ist ziemlich voll geknallt. Wow. Ohne mich. Ich hätte gerne mal eine Feuerblume. Ah, nein, nein, nein. Okay, jetzt hätte ich gern Pilz. Wow. Nein, 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 nein. Okay, es klappt, wenn ich das mache. Wow. Nein. Nein. Blooper, ich hasse euch. Ich hasse euch ganz klassisch einfach. So, wo sind wir draußen? Da, wo wahrscheinlich die Armada kommt. Ich meine, ich mag die Wasserweltmusik. Also ich mag die Wasserweltmusik in Marios allgemein. Die sind im Vergleich zu den Leveln eigentlich immer recht entspannt. So auch hier. In Super Mario World, so wie, in Super Mario 64 sowieso. So, perfekt. Und durch da. Ha, gut. Level 2 auch geschafft. Jetzt haben wir nur noch Level 3 vor uns und das wird, was auch immer es wird, wir sind gespannt. Und wir haben 9 Minuten, das heißt, ein weiterer One wäre noch drin, also wenn ich das jetzt nicht schaffen sollte. Was natürlich niemand hofft. Es sei denn, es sind sadistische Typen dabei. Oh, so eine Passage wieder. Oh. Yay. Nein. Nicht, ey. So ein Scheiß auch. Gut. Bam, 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 bam. Hat besser funktioniert, als es sollte. Sag dich doch.
Gut. World 7.1 erneut. Wir wissen ja jetzt, wenn man, wo wir einen Pilz herkriegen. Das ist schon mal vom großen, großen Vorteil. Kackkugelwillis. Ich Kackkugelwillis. Wow. Dankeschön. Sisi, amigo. Sisi. So. Durch da, durch da, durch da. Rüber. Ich möchte. Ich würde gerne. Ach, die blöden Dinger treffen mich durch die Blöcke. Es ist so eine Scheißsache mit den Dingern. Ich hasse sie einfach nur. Vor allem, weil da sind zwei Passagen, die da mit. Und das macht das Level noch viel, viel, viel fieser. Und das ist auch schon die zweite. So, wollt ihr mich da bitte durchlassen? Nein! Direkt in den Hammer rein. Ah, nur eine Millisekunde später. Und das hätten wir irgendwie geschafft. So. Dim, 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 Ab, 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 ab. Nix da ohne mich. Wow. Das sah sehr knapp aus, so Pilz. Dankeschön. So, und jetzt kommt der Typ, der uns mal gekillt hat. Tschüss. Wunderbar. Und weg hier. Und ab in das Wasserlevel. Das wir ganz doll lieb haben, weil, jeder weiß, wenn man Wasserlevel ganz doll lieb hat, dann sind sie nicht so schlimm. Weiß man doch. Weil ich ja tatsächlich nicht so ganz negativ gestimmt bin. Ich bin immer so, ja, kann man machen. Einfach kurz mal eben Atem anschalten, weil man gerade fast gestorben ist. Wer kennt es nicht? So. Naja, obwohl. Ach! Scheiße. Ich hätte echt gern das groß behalten. Also so ist es nicht. Wegen solchen Momenten. Und wir sind noch nicht mal beim Checkpoint vorbei. Doch. Sind wir doch. Oh, cool. Gut. Denn ich denke, das Level ist dann machbar, schaffbar. Sucht euch was aus. Nein, du bist unpassend geschwommen, du blöder Blooper. Ich hasse das. Ich hasse dieses Level. Jetzt mag ich es nicht mehr. Jetzt ist es doof. Jetzt habe ich es nicht mehr lieb. So. Weg hier, weg hier, weg hier, weg hier, weg hier. Runter, 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 hoch, hoch. Was mache ich mit dir? Könntest du bitte. Ja, verschwinde einfach noch da. Nein. Nein. Blooper? Was machst du dich gerade ernsthaft? Nein! Nein! Es kommt ein zweiter. Ich glaub's ja nicht. Hilfe! Hilfe! Nein! Ich will da raus! Lass mich frei! Jetzt kommt Cheep Sheeps. Weg! 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 Warum können wir durch die Wände durch? Das ist voll unfair! Hilfe! Ich lebe noch! Noch lebe ich! Da lang, da lang, da lang. Danke. Ach. Jetzt kommt er zurück. Schieb, schiebs, nein. Böse Schieb, schiebs. Nein. Dass ich das auch überlebe. Eiskalt. So, weg hier. So ein Kack auch. Meine Güte, was war das? Cool. So. Nächstes Level. Wir haben noch ein Leben. Ich denke nicht, dass das was wird, aber wir haben gegen die Blooper gewonnen. Nix damit aufgeben hier. So ein Leben. Yay. Jetzt müssen wir das ganz super toll hinkriegen.
Ich kann nicht super toll Mario spielen. Nein, nicht schon wieder. Dieser, der ist einfach nur kacke platziert. Das ist das einzige Problem mit dem. So, nächstes Level, bitte. Danke. So. Oder, nein, nicht nächstes Level, aber... Sorry. sorry. So will ich eigentlich ja nicht reagieren. Und mein Pilz. Gib mir meinen Pilz. Der steht mir rechtsmäßig zu. So ist das nämlich. So. Was schön wäre, wäre einmal so weit überleben, dass... Was mache ich da? Nein. So weit überleben, dass man eventuell eine Feuerblume am Ende hinkriegen. Dann wäre nämlich das Wasserlevel kein Problem mehr. Aber so weit kommt man ja nicht. Und ich habe hier gerade 5 verdammte Fliegen um mich rumfliegen. Nicht cool. Ach, come on. Take me down. Das wäre jetzt tatsächlich Take Me Down, weil ihr wisst schon, wir müssen drunter durch und so. Ihr wisst schon Bescheid. Ich denke, so, blöder Wichser, steck dein Kopf gleich in den Mixer. Wer die Referenz verstanden hat, der ist gut und das war gerade Kacke. Die Kesammer, die kann gleich rot werden und alle töten. Passt sogar mit der Feuerblume zusammen. Leider kriegen wir die natürlich nicht. Das ist eigentlich total enttäuschend. Also, na gut, man ist tatsächlich das... Och. Auch später in sehr enttäuschend gewöhnt, dass man halt Items hinterhergeschissen kriegt. Im wahrsten Sinne des Wortes. Man kriegt die ja an jeder Ecke. Quasi. Man könnte in den Levels... Ich mache jedes Mal denselben Fehler beim ersten Mal. Warum? Es ist ja irgendwie so, dass man... Ich glaube, das wird heute nichts mit Bowser. Ich denke mal, der nächste Versuch wird danach der Finale sein. Und dann werde ich mich ins Bett verkriechen und heulen. Nein, Quatsch, dann werde ich bis zum nächsten Part so weit spielen, bis wir wieder... Ach! What the fuck? Ich werde dann wieder so weit spielen, dass wir halt im nächsten Part... Oh Mann, ich sollte weniger reden, mehr spielen. Dankeschön. Ah, pilzen mich mir aber trotzdem mit. Danke. Da macht selbst die freundliche Mario-Musik nichts aus. Wow, das war gerade ein ziemlich guter Sprung. Ach. Das war nicht wirklich gut. Wir versuchen jetzt auch mal. Und dann ist, glaube ich, der Part auch wieder zu Ende. Mano. Aber wir haben Bowser besiegt. Das macht. Ist immer ein Erfolgserlebnis. Also. So. Warum kann man nicht kurz unverwundbar sein, wenn man den Pilz einsammelt? Das werde ich niemals so richtig verstehen. Wow. Wow, kriegt man hier einen Pilz? Ich hätte gerne einen Pilz. Schade. Das wäre cool gewesen, wenn man das zumindest als Belohnung einbauen würde, dass man da noch einen Pilz kriegt. Das wäre ja voll die Wohltat für mich. Könnte ich nämlich... Nein! Oh Mann! Die Dinger mobben mich. Die Dinger mobben mich. Aber richtig, hardcore mobben die mich. Ach, scheiß auf die Dinger. Tschüss, Dinger. Wow, 3 Kugelbillys auf einmal. Womit habe ich das nur verdient? Dankeschön. So. Bildes Level. Ich komme. So. Noch ein Versuch. Und wir haben noch 3 Leben. Also, glaube ich, sehen wir ja gleich nochmal. Boah. 3, ja. Das ist schon.
schon mal besser als 1. Und jetzt kommen die Bloopers. Ah, ich freue mich nicht. So. Nee. Ihr Scheißdinger habt mich letztes Mal schon aufgehalten. Verpisst euch. Geht zurück ins Meer. Obwohl, ist das eher ein Meer oder ein Seelevel? Also, die Level bei Mario. Wow. Okay, war fast gut. Aber leider nur fast. Du. Was? Moment, was? Was war da los? Ich hab keine Ahnung. So, durch da. Hui, ich bin Mario und ich bin schneller als der Blooper, damit ich ihn austricksen kann. Ich hoffe, man hört keine leichte Aggression in meiner Stimme. Hoffe ich nicht. Bow, wow, wow. Ich bin so scheiße, Mario. Schwimm mit Mario davon. Auf die Pizza Zlade Fino. Tschüss. Rüber da, rüber da, rüber da, rüber da, rüber da, runter, 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 runter und durch. So, weg hier. Wenigstens das Level noch einmal schaffen. Aber wir werden uns dann halt im nächsten Part wieder an derselben Stelle sehen, wie wir gleich sind. Ich werde versuchen, mit 5 Leben reinzukommen. Das wäre natürlich die grandioseste Sache, die ich machen kann. Nicht nur mit einem Leben, wie gerade. Denn dann hätten wir eventuell auch Chancen und am besten noch mit der Feuerblume. Man kennt's. Ich werde es versuchen. Ich werde es auf jeden Fall versuchen und warum bis... Es war wieder minimal, glaube ich. Naja, gut. Ich bedanke mich fürs Dabeisein. Ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Mal wieder von Let's Play Super Mario Bros. Wie gesagt, in dem Level, wo ich gerade verreckt bin. Ja, Dankeschön und bis dann. Bye, bye.